Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Juhu, wir freuen uns so sehr, dass wir wieder Zeit haben für ein paar Schnäppchen und Zeit haben, uns überraschen zu lassen hier in der 10-Euro-Überraschungsshow. Das heißt, nicht nur Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt, wir genauso wenig. Aber Fakt ist, Sie dürfen bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, wir sagen etwas anderes. Und ich denke, Sie sind genauso gespannt wie wir. Also, push the button. I push the button for the lovely Diana. Dann sind wir mal gespannt, wo die Produktreise heute losgeht. Bitte immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt. Weil wir haben natürlich immer nur ein begrenztes Kontingent für diese 10 Euro. Wenn das weg ist, gilt wieder ein normaler oder der normale Preis. Oh, das ist Heimwerkerzubehör. So, und jetzt pass auf, es ist ein Zweier-Set mit zwei Größen. Ach, was. Richtig, da was Größeres, was Kleineres, das ist Konturenlehre. Also ich finde die genial. Also angenommen, Sie möchten irgendwo Boden oder Fliesen verlegen und haben jetzt etwas wie so ein Rohr. Ich nehme es mal nach vorne so, ach, da sehen wir es noch besser. Irgendwelche Leitungen, Rohrleitungen, Heizungen, Abwasser und wollen das anpassen. Jetzt kann man natürlich ganz aufwendig messen und Schablonen zeichnen oder man hält diese Konturenlehre dagegen, fixiert es und dann kann man dementsprechend, hat man dann die Schablone und zwar ohne großen Aufwand. Ich meine schon gesehen zu haben, dass Profi-Bodenleger mit ähnlichen Konturenlehren arbeiten. Ja, es geht wirklich total einfach. Ne? Hast du das schon mal gehabt, das Produkt? Ja, genau. Ich hatte das schon mal in Heimwerken-Sendungen auch gesehen. Aber da war der Preis deutlich höher. Ne? Richtig. Aber das ist so super, weil du hast hier das Lineal auch mit dabei. Du kannst es ja feststellen auch, ne? Mhm. Sodass da nichts mehr sich verschiebt, sodass die Schablone dann wirklich auch fix ist. Also das ist wieder so ein klassischer Problemlöser, ne? Ja, da sehen wir das auch, ob das Ecken sind oder runde Kanten oder runde Kanten. Ja, du hast es ohne groß ausmessen und man muss immer mehrere Winkel hier messen, wenn man es mit einem Meter macht. Ja, ich möchte Ihnen das beste Beispiel sagen. Ja, hier, ich werde jetzt kein Holz um meine Oberschenkel legen wollen, aber so einfach wäre das. Wow. Ja, also jetzt ist die Schablone fertig und dementsprechend kann ich schneiden, sägen oder zusägen. Also das ist wirklich enorm und unglaublich einfach für kleinere Rohrleitungen. Ja, ich glaube, das kennt jeder das Problem, diese kleinen Heizungsröhrchen, die irgendwo gerade hinten an der Kante laufen, ja, wo du dann wirklich, wenn du selber Laminat oder auch Parkett verlegst, wo du genau zuschleifen musst oder Ecken, wie du es jetzt hast. Ja, hier, die Ecke von dem Karton, wenn ich da Laminat dranlegen will oder hier, das haben wir bei uns tatsächlich hier mal im Badezimmer gemacht. Badezimmer ist übertrieben. da kann man eben mal ganz genau so ein Rohr eben umlegen mit Laminat, mit Fliesen, mit was auch immer. Und wenn man das mit der Hand ausmessen würde, geht mit Sicherheit immer was schief. Hier kann man es ganz einfach ranschieben. Schauen Sie mal hier. Jetzt habe ich hier genau das Maß und kann das dann aufs Laminat legen, genau zeichnen und habe damit den perfekten Ausschnitt eben zurecht gemacht. Und wir müssen nochmal sagen, ist ein Zweierset. Hier habe ich das Große, da kommt es ins Bild und da das Kleine. Also für große Rohrleitungen, große Winkel, große Kanten und für die kleineren. Also eine tolle Erweiterung für jeden, der ein bisschen handwerklich ambitioniert ist oder gar plant, jetzt gerade irgendwo einen neuen Boden zu legen. Ja, zum Beispiel eine neue Terrasse draußen zu legen. Hat nämlich Bruno F. aus Furtwangen gemacht und hat uns geschrieben, ich habe unseren runden Pool mit einer Holzterrasse versehen. Die Konturenlehre war ein hervorragender Helfer bei vielen unterschiedlichen Winkeln und Maßen, hat die Arbeit ungemein erleichtert. Die Bestellnummer ist die ZX7102 und die 569. Das gehört definitiv in jede Heimwerker-Schublade mit rein, denn das erleichtert einem das Leben schon wirklich sehr. Für nur 10 Euro machen Sie Wahnsinn, damit definitiv alles richtig. Hatten wir noch, also ich habe es noch nie in der 10-Euro-Show gesehen. Ja, aber Werkzeug haben wir jetzt schon mal abgehakt. Ja? Schauen wir mal, wo die Reise noch weitergeht. Küche, Schmuck, Spielzeug, Beleuchtung, Garten, Technik. Es kann alles sein. Diana, was hast du eingepackt? Mittelschwer, das kann ich schon mal sagen. Snack. Küche. Snackmaker. Küche, ja. Oh, da bin ich mal dabei. Dann bekommst du ihn auch. Komm. Das ist ein Sandwichmaker. Anti-Haftbeschichtet, ganz einfach sauber zu machen. Kann man ganz einfach seine eigenen Sandwiches machen. Also jetzt weiß ich, die sind anti-Haft beschichtet, aber die kluge Hausfrau macht einen ganz, ganz leichten Film noch Öl drauf, ja, damit es wirklich absolut rausgeht. Was ich dann liebe, ist ja, du machst ja hier aus einem Toast praktisch Dreiecke. Ja, aha, aha. Und
Es mag doof klingen, aber mir schmecken diese Dreiecke besser. Ja? Ja. Das hat genau den gleichen Geschmack, aber ich finde das einfach toll. Das wäre jetzt genau meins, Schinken und Käse, aber man kann das ja beliebig belegen. Rebecca, was würdest du drauf machen? Ich mag Salami gerne drauf mit Käse. Also auch deftig, nicht, nicht was Süßes, so ein bisschen Nougat-Creme oder Ähnliches. Ausprobiert. Ja, ich bin da eher auf der Schokocreme-Seite. Schokocreme mit und Früchten. Banane. Banane, Erdbeeren. Banane, ja, Erdbeeren, Schokocreme. Wenn die so runtertropft, wenn die so reinbeißt. Kann man Banane und Erdbeeren toasten? Ja, ja, natürlich. Okay. Und dann, Sie können auch natürlich Ziegenkäse mit Birne. Birne, und, ja. Und Honig. Ja. Das ist nochmal Ziegenkäse, Birnen und Honig. Ja. Ja. Und das alles da drauf? Ja. In einen Toast. Okay, gut. Schmeckt fantastisch. Man muss das mal ausprobieren. Es gibt ja so viele Sachen, die man ausprobieren kann. Und da kannst du spielen. Ja? Und ein Toastbrot kostet ein paar Cent. Und das Zubehör, das meiste hat man noch irgendwie im Kühlschrank. Und da kannst du auch mal Resteverwertung machen. Da kannst du echt Resteverwertung machen. Das ist ja das Gute. Du hast alles immer da dafür. Und wenn du keine Lust hast, großartig zu kochen, Toast hat man auch immer da. Bisschen was zum Drauftun hat man, Salami, Käse und so, immer im Kühlschrank. Das ist das Schöne, es geht so schnell und es ist für mich immer so das Gefühl von einem vollwertigen Mittagessen. Ja, ja, eben schnell gemacht, das halte ich für ganz wichtig. Ja. Auch für Kinder toll, ne? Wenn du das Ding auf den Tisch stellst dann, und jeder darf sich sein eigenes Sandwich machen, kann man noch mal richtig kreativ werden, den Koch im Kind entdecken, sage ich mal. Ne? Du, aber es gibt ja oftmals, ich sage mal zwar zwischen Mittagessen und Abendessen, wo die Kinder halt quengeln, sie haben ein bisschen Hunger. Sowas hast du ganz schnell und ich denke mal, 5 Minuten ist so ein Sandwich fertig, dann sind sie erstmal zufriedengestellt. Ja? Also, und jetzt muss ich wieder als Opa was sagen, man macht sich auch beliebt wieder bei den Enkeln. Ja? Ich weiß, also ich mache so Sachen gerne, wenn meine Enkel mal da sind, die kommen leider viel zu selten hier runter nach Niedersachsen. Aber dann gibt es eben mal so Kleinigkeiten, die es bei Papa und Mama nicht gibt. Ja? Ja? Und ich höre gerade aus der Regie, so typisch Opa, kommt mich öfter besuchen. Die wären, liebe Regie, die wären immer bei mir, weil ihnen mein Garten so gut gefällt. Aber die Entfernung lässt halt nicht zu. Ja? Und deine Hasen. Und meine Hasen, natürlich. Und meine Hasen. Also der antihaft beschichtete Sandwich-Toaster kostet nur 10 Euro und den dürfen Sie bis zu 5 Mal bestellen. Der antihaft beschichtete Sandwich-Maker. Um Missverständnisse zu vermeiden, die Hasen kommen nicht auf den Grill. Gell? Die Hasen kommen nicht auf den Grill. Also, die kommen nicht in den Sandwich-Maker. Nein. Ja. Aber ich finde das toll. Was kostet sowas im Laden? 19,99 würde ich sagen, im Sonderangebot. Mindestens. Ja. 37 ist hier die unverbindliche Preisempfehlung. Wir haben es heute für 10 Euro, weil Sie in der 10-Euro-Überraschungsshow sitzen. Na, ich finde das hier immer toll, wenn wir so Küchenprodukte haben, die dann eben auch nochmal so richtig doll runtergesetzt worden sind. Den kann man sich wirklich mal eben zwischendurch für die Mahlzeit zwischendurch, für den Snack zwischendurch oder eben für komplette Mahlzeiten holen. Super. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Wir waren jetzt in der Küche, wir waren in der Werkstatt. Ich, mal sehen, wo ich muss das wirklich mal ausprobieren. Feta-Käse war das? Honig Ziegenkäse. Honig Feta kann ich nicht nehmen. Warum muss es Ziegenkäse sein? Weil Ziegenkäse besonders mit Honig harmoniert. Ganz genau. Okay, Feta schon wieder was gelernt. Wir machen aber weiter. Jetzt habe ich Hunger. Wir machen weiter mit Spielzeugreif. Du hast leider nur den Zettel. Wir haben eine elektrische Kartenmischmaschine. Oh, und sogar für 2 Decks. Also das ist natürlich für Romy bzw. Bridge, da spielst du ja mit 2 52er Blättern. Plus Joker machen manche dazu, dann sind wir bei 104 Karten. Die kannst du hier ohne Probleme mischen oder natürlich auch nur 52 oder 32 Karten, je nachdem, was man spielt. Was spielt ihr als Doppelkopf, oder? Wir spielen Doppelkopf. Mit wie vielen Karten spielt man das? Mit 40 oder 48, je nachdem, ob man mit oder ohne 9 spielt. Okay, da wäre sowas natürlich auch prima, oder? Ja, das gehört der Vergangenheit an. Vielleicht können Sie nicht mehr so gut mischen. Es dauert alles viel zu lange. Es geht viel einfacher mit dieser Kartenmischmaschine. Schauen Sie, Sie legen das hier einfach rein, drücken einen Knopf. Genau. Und schon werden die Karten. Jetzt muss ich sagen, ich kenne das von meiner Mutter, die auch schon ein bisschen älterer Jahrgang ist. Die spielen auch noch gern Karten. Aber dann lässt es oftmals, ich sag mal, die Finger lassen es mischen gar nicht mehr zu. Ja? Rose, Rheuma, Dicht,
was weiß ich. Also auch fürs ältere Semester finde ich, das ist eine enorme Erleichterung hier. Und gerade bei 104 Karten oder 100, ich muss mal schauen, 108 sogar sind es natürlich, wenn man Joker dazu nimmt. Ja, das ist ein komplettes Romy oder Bridge, glaube ich auch. Ja, wirklich prima. So schnell habe ich dich noch nie mischen sehen. Wir spielen auch gerne Kanaster und Kanaster ist ja das ganz große Blatt. Das ist mit Jokern von 2 bis also zum 8. Also da hast du 108. Da hast bei Kanaster ist doch das Spiel, wo die Zweier der Joker sind. Genau. Ja, genau. Ja, irgendwas ja. hatte ich da mal. Also jetzt hier ja schreibt uns Ulla zum Beispiel, jetzt macht das Kartenspiel in der Familie noch mehr Spaß. Zeigen. Leidige Frage, wer mischt, gehört der Vergangenheit an. Oh, oftmals, wenn es nur Mau Mau ist, was du ja mal mit Kindern spielst, die Kinder können eben noch nicht mischen. Hiermit können auch Kinder mischen und ich glaube, es macht ihnen Spaß. Und dann macht Spielen noch mehr Spaß. Die Bestellnummer ist die NX 1466 und die 569. Diana, spielst du auch Karten? Ja. Mir eine Karte spielen. Kartentrick. Hast du das schon gespielt? Ja. Noch nicht, weil ich brauche noch diesen Mixer. Ne? Ja. Wenn Sie mal spielen, spielen Sie bitte nicht mit Moni, die mogelt nämlich, hat sie selber zugegeben. Oh ja, nur mit Kartenmischmaschine mit Moni. Ja. Die hat gesagt, sie mogelt beim Mischen. Ja, ja. ja. Beim Poker hat sie hier in der Sendung im Fernsehen gesagt. Wir haben es auf Band. Wir haben es auf Band. Also, richtig toll. Ich bin zufrieden. Das ist ein tolles Spielzeug. Und macht auch Kartenspiele wirklich für die ganze Familie. Ja, Von der 100-jährigen Oma bis runter zum kleinen Kind möglich, weil plötzlich jeder mischen kann. Preisalarm! Wow! Aha. So, kurz erklärt. Was heißt das denn jetzt? Preisalarm heißt, hier haben wir ein Produkt, was normalerweise wesentlich hochpreisiger ist. Wir haben es trotzdem auf 10 Euro reduziert mit der Begrenzung maximal 1 pro Besteller und das ist nagelneu. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe was Ähnliches mal gesehen und zwar hat da immer jemand warme Suppe mitgebracht. Ich weiß nicht, das muss also ein Thermobehälter sein. Das war Emily. Richtig. Ja, Emily hat immer Suppe. So, guck mal, da ist sogar ein Löffel drin. Das ist auch für Suppe. Da hätte ich, guck mal. Also mit Sicherheit, da ist ein Löffel mit drin. Ein faltbarer Löffel im Thermobehälter. Jetzt muss ich schauen. Das ist hier cool. Und jetzt wirklich, jetzt kannst du hier Suppe rein und das ist wirklich es schön. Ist noch Suppe da. Ich hatte schon gedacht, dass ich möchte auch Suppe zum Mittagessen, aber normalerweise, du musst das immer warm machen. Was ich liebe, ist Kartoffelsuppe mit Würstchen. Ja? Oder Brokkolisuppe. Brokkolisuppe? Zwiebelsuppe? Habe ich jetzt noch nie. Zwiebelsuppe ist gefährlich. Ja, sparst du dir unter Umständen die Heizung, deshalb finde ich Zwiebelsuppe fertig. Kürbissuppe, Kürbiscremesuppe ist auch was. Ja. Aber mein Highlight ist wirklich Kartoffelsuppe. Da bin ich noch von meiner Oma. Die hat, glaube ich, die beste Kartoffelsuppe der Welt gemacht. Mm. Und dann immer noch Rindswürstchen reingeschnitten. Oh. Ja, erinnerst du dich, als ich letztens diesen Bananenquark mitgebracht habe? Das war so eine blöde Dose, wo ich immer Angst hatte, dass es rausläuft. Das hätte ich gebraucht. Aber ehrlich zu sein, guck mal, kalte Sachen bleiben auch kalt. Deswegen. Ja. Genau, so der Bananenquark war kalt, nicht kalt, warm. Aber wie cool ist das denn, dass der Löffel da mit dabei ist im Deckel? Ja, also das hab ich so auch noch nie gesehen. Das ist also der Wahnsinn. Wirklich, das war erst meine Mutmaßung mit der Suppe, aber ich habe gedacht, das ist auch wieder Kaffee. Ja, mein Kaffee kann man auch heiß halten, aber den löffelt man nicht. Ich finde das klasse. Es gab in der DDR, und zwar war ich ja 1990 nach der Grenzöffnung, war ich drüben geschäftlich. Und da habe ich zum ersten Mal, jetzt muss mir Stefan, unser Regisseur, ein bisschen helfen, Sujanki heißt die oder so ähnlich. Sojanka, genau. Ja. Das wäre auch, ich fand das die coolste Suppe damals. Oder ich weiß nicht, super Eintopf, wie man das immer bezeichnen muss. Oh, das fand ich super lecker. Das war also mein erster Eindruck, wo ich mal was gegessen habe, was es in damals Westdeutschland gar nicht gab. Oder ich so habe es nicht gekannt. Ja. Guck mal, also schön, auch diese ne? Suppe fand ich super. Ich will das auch. Ist wirklich schick. Ja, also ich bin absolut begeistert und sprachlos, dass wir eine Neuheit jetzt hier in der 10-Euro-Show direkt haben. Weil wir haben es alle noch nicht gesehen im normalen laufenden Programm. Ne? Nee. Also das ist wirklich genial. Ist übrigens doppelwandiges Edelstahl oder ein doppelwandiger Edelstahl-Thermobecher. Hält heißes bis zu 8 Stunden warm und kaltes bis zu 14 Stunden kühl. Und vor allem ist es fingerfreundlich, weil die Außenseite, die bleibt immer kühl. Also das ist super. Wir haben eben gerade, es auch knallen gehört, die sind eben gerade
leider auf den Boden geknallt. Dadurch haben wir auch feststellen dürfen, dass sie sturzfest sind. Hier steht sogar unzerbrechlich. Du, das ist also auch damit wichtig, klar. Natürlich, weil es Edelstahl ist, das kann nicht zerbrechen. Oftmals hast du so eine Spezialbeschichtung, ganz die dünnes Glas, ne? Die, ja, ganz dünnes Glas, das brechen kann. Was ich aber für mich, also wirklich der Highlight, ist dieser gefaltete Löffel im Deckel. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Ja? Also ideal auch für Fahrradtouren oder wenn sie wandern oder campen. Da ist es natürlich schön, mal eine warme Suppe oder einfach nur einen warmen Tee dabei zu haben. Die Reinigung ist übrigens auch super einfach und geht auch mit der Spülmaschine. Da bin ich immer ein Fan von. Ja, die Bestellnummer ist TZX 8184 und die 569. Aber dran denken, war unser Preissalar maximal ein Stück pro Besteller. Danke. Aber beim nächsten dürfen Sie wieder fünfmal zugreifen. Und das ist auch immer schön. Denken Sie auch, ich habe heute gelesen, 42 Tage bis Ostern. Das ist gar nicht mehr so lang, das sind 7 Wochen. Vielleicht schon das ein oder andere Ostergeschenk. Und das hier ist irgendwas fürs Auto. Aber ich kann es noch nicht so genau identifizieren. 12-Volt-Stecker. Doch das müsste ein Dreifachnetzteil sein, oder? Also es ist ein 3-Port-Kfz-USB-Ladegerät. Also wir haben hier 3 USB-Ports, an denen Sie 3 Geräte laden können. Das ist wirklich wichtig, gerade wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, dass der einzige USB-Port meistens belegt ist. Hier kann man das vervielfältigen, ganz einfach in den, ja, in den 12-Volt-Anschluss reintun. Aber der hat noch mehr hier. Hier steht Standortmarker und Bluetooth. Muss man eben lesen, wie das funktioniert. Ich habe das Produkt noch nicht gehabt. Ganz einfach, wenn der Strom weg ist, markiert es im Prinzip, wenn du per Bluetooth mit deinem Handy verbunden bist, den letzten Standort. Wenn du jetzt in der Großstadt parkst, da gibt es ja die größten Horror-Szenarien, dass einer 2 Wochen lang sein Auto noch nicht gefunden hat. Ja. Hier wird praktisch auf deinem Handy dann der letzte Standort gemarkt. Und das kannst du schauen, wenn du das Auto nicht mehr findest, oh ja, dann führt es sich wieder hin. Aber was ich hier noch sehe, ist Quick Charge. Ganz also ich habe mich gewundert, zwei verschiedene Farben. Wir sehen oben Orange, unten grün. Und das heißt, das Orange ist die Quick-Charge-Funktion 3.0. Also hier auch Schnellladefunktion. Das gibt es ja auch. Du bist mit dem Handy kurz im Auto und denkst, Mist, fast leer und ich habe gleich noch einen Termin. Steckst es hier schnell rein, dann ist es auch wesentlich schneller geladen als mit einem normalen, Netzteil. Also normales Netzteil lädt in einer halben Stunde, das habe ich gelesen, lädt 16% auf und Quick-Charge 80%. So ist der Unterschied. Mhm. Jetzt geht ja gerade die Mobilcom wieder los in Barcelona. Mhm. Und heute Morgen habe ich im Radio gehört, dass die jetzt arbeiten sie an Handys, die in 10 Minuten voll aufgeladen wieder sind. Wow. Das gut ist für die Handys, für die Langlebigkeit der Handys. Aber schön wäre es natürlich. Wuff, wuff. Ja. Unglaublich, ja, oder? Das wäre toll. Das Handy in 10 Minuten wieder aufgeladen. Weil 10 Minuten leer, das bekommst du hin, oder? Nur aufgeladen, nicht? Aber ich finde das natürlich mit dem Standortmarker, gerade wenn man ab und zu mal in Großstädten ist, wirklich wichtig. Freizeitpark auch, ist mir ein einziges Mal im Leben passiert, Europapark. Wart ihr schon im Europapark? Ja. Ein Parkplatz, der ist, ich glaube jetzt mal 30 Fußballfelder groß. Und wenn du dir nicht genau die Reihe gemerkt hast, wo du geparkt hast, bist du verloren. Du findest dein Auto nicht mehr. Hiermit würdest du es dann auch wieder finden. ZX 2823569 ist die Bestellnummer hier für dieses tolle Dreifach-USB-Netzteil für Ihr Auto mit Standortmarkierung. Wenn Sie mal auf dem Parkplatz Ihr Auto gesucht haben, werden Sie das wirklich zu schätzen wissen. Mir ist es auch schon passiert. Mir auch. Gerade so bei großen Sportveranstaltungen, Konzertveranstaltungen oder im Freizeitpark. Bitte schön. Oder einem großen Einkaufszentrum. Wusste ich gar nicht, dass wir das haben. Ja? Also man lernt aus Fehlern. Wie gesagt, einmal im Leben habe ich das Auto nicht mehr gefunden. Wird mir nicht mehr passieren. Ist das zufällig was für die Füße? Ja. Guck mal, es sind sogar 2, Diana. Ich weiß auch, Ingo liebt das. Das habe ich nicht gesehen, leider. Das hast du nicht gesehen. Also passt auf, Ingo und ich sind raus. Bis 90 Kilo belastbar. Oh. Aber das ich ist bin auch raus. Ein Fitness-Waist-Twisting-Disc für eine schlanke Taille. Also bis 90, da darf man auch mit 100 draufstehen. Also da dürfen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Was ich schön finde, ist diese Noppen, wenn du es barfuß machst. Hast du gleich noch Fußmassage. Muss ich irgendwas? Du kennst das nicht, Rebecca? Ja, oder in Strümpfen, in Leinenstrümpfen geht das auch. Oh. Ach so, das? Ja, genau. Und jetzt noch Musik dazu. Okay. Hier steht, ist gut für die Hüfte. Ja? Oh ja, hier steht das auch noch mit den Massagenoppen für Fußreflexzonen.
Greta schreibt uns praktisches, platzsparendes Teil zum täglichen Trainieren. Holger schreibt uns sehr zu empfehlen im Bereich der Seniorenbetreuung zur Stabilisierung des Gleichgewichts der Senioren. Vanessa schreibt, ich kann dieses Trainingsgerät allen empfehlen, die gern und effektiv etwas für ihre Taille und gegen den Bauchspeck tun möchten. Und macht auch Spaß, oder? Ja. Ingo fehlt da hinten runter. Schon mit. Welche? 1, 2, 3. Das ist schon geübt. Ihr macht das sehr schön. Wir machen das jetzt eine halbe Stunde lang. Du, da brauchst ja wirklich keine Vorbereitung, bis die Musik ist von sehr hilfreich. Ja. Sieht auch noch toll aus, das muss ich sagen. Und der Sören schreibt ein tolles Teil zum Hammerpreis. Mit Musik macht's richtig Spaß. Jeden Tag 10 Minuten. So langsam sieht man erste Ergebnisse. Also auch für die Herren ist das durchaus etwas, was sehr praktisch und effektiv ist. Ey, es ist wirklich was für den ganzen Körper. Und das kann man eben mal unterm Sofa rausholen, rausstellen. Da braucht man keinen großen Platz für. Und dann einfach mal, wenn man Lust hat, steckt man sich da mal 10 Minuten drauf. Ist super fürs Gleichgewicht und ein tolles, tolles Workout. Also ich finde das schon schön. Wir haben gerade gegessen, Mr. Becker, ne? Weißt du, wir haben gut reden hier, wir sitzen rum. Ihr könnt auch ein bisschen mehr machen. So. Also Belastungskurve. Offiziell bis 90 Kilo zugelassen. Ich sehe, es geht auch mit 91 Ingo Kilo. Ingo hat 91,5 Kilo. Mit Schuhen. Ohne Knochen. Und drehen. Und jetzt runter. Ingo. Das ist Next Level. Oh. Ich sage Ihnen kurz die Bestellnummer. NC 5032 und die 569. Ja, aber klein, handlich, praktisch und effektiv scheint es auch zu sein. Und jetzt haben wir eben das mit dem zum Hammerpreis. Das hat uns der Sören geschrieben und der hat sicher den Normalpreis bezahlt. Also jetzt können wir von einem doppelten Hammerpreis sprechen. 10 Euro in der 10-Euro-Show. Machen Sie es ruhig auch zu zweit oder zu dritt. Bis zu 5 Mal darf man hier zugreifen. Eine ganze Familie. Ich fand den Hinweis auch für Senioren, für die Stabilität. Ja, ja. Da kann man ja auch langsamere Musik auflegen. Aber da jetzt mal so 5 Stück, dann hast du eine ganze Gymnastikgruppe, oder? Ja, da hast du eine ganze Gymnastikgruppe. Kannst du Papa, Mama, Kind, Opa, Oma können alle drauf. Bis zu 5 Mal dürfen sie bestellen. Es macht wirklich Spaß. Es macht einfach nur Spaß, gerade wenn man es mit mehreren Leuten macht. Holen sich goldene Schuhe, brauchen sie nicht ganz. Ja, ich würde sogar barfuß oder in Strumpfhosen, würde ich empfehlen. Ja. Natürlich kann man es auch mit Turnschuhen machen, aber durch diese Noppen, du hast das jetzt auch gespürt, Rebecca, oder? Durch diese Noppen, das ist sehr, sehr angenehm. Ich spüre es sogar vor allem auch in den Schultern, das finde ich so spannend. Ne? Weil du bewegst halt wirklich deinen ganzen Körper hier. Also, aber man hat ja auch Sport gesehen, du kannst es schnell machen, aber du kannst es auch langsam machen, das finde ich gut. Also wir hatten Elektronik, also wir waren im Auto, wir waren Spielzeug in der Küche, wir hatten Spielzeug, wir haben Sport. Was könnte jetzt noch kommen? Licht. Licht? Oh ja, Licht. Das ist eines der besten Nachtlichter, die ich kenne. Mm. Ach, schade, das war jetzt. Ja, halt, stell's mal an den ja, Karton. Ja. Ich mach mal hier an den Karton. Das ist eine Regenbogenleuchte. Und die ist wirklich sensationell. Wollen wir mal sehen, was bei dir? Nee, du bist auch zu dunkel gekleidet. Auch da sehen wir es. Da sehen wir es mal. Dort, wo sie es hinstellen, da wird es ganz einfach dann an die Wand projiziert, wie ein Regenbogen. Wow. Und hat übrigens auch einen Ausschalttimer. Also man macht das an für die Kinder zum Schlafen gehen. Und Rebecca, du hast den Zettel, ich glaube 10 Minuten, 15 Minuten, schaltet sich dann automatisch aus. 10 Minuten. 10 Minuten, ja. Und ich finde das genial, selbst hier im Kleinen, was wir sehen im Studio. Ja. Aber das ist ja ein riesengroßer Regenbogen an der Zimmerwand. Ja, je weiter man weg ist von der Wand, desto größer wird das natürlich. Aber ich meine, Regenbogen ist einfach eine wunderschöne Sache. Man sagt ja, am Ende des Regenbogens ist ein Pott voll Gold, ne? Okay. Sagt man, glaube ich, da werden Wünsche wahr. Ja. Wenn du das sagst. Genau, da gibt es einen Kobold, der hat da einen Pott voll Gold versteckt. Und das sieht super aus. Also sämtliche Farben unterm Spektrum hier als Regenbogen kann man sich zu Hause holen. Da muss man nicht warten, bis es regnet und die Sonne scheint gleichzeitig. Hier einfach anmachen und dann hat man diesen wunderschönen Lichteffekt hier. Die Lampe selber ist auch sehr stylisch hier mit diesem Rundbogen. Ja. Wir haben das hier mal, Ralf, du hast es bei dir im Karton, ich habe es hier gegen die Kartondecke gemacht. Da können Sie mal sehen, wie toll das aussieht. Und wenn man dann weiter weggeht, sehen Sie, je weiter Sie weggehen, desto größer ist der Regenbogen. Aber ich finde es bei mir schon beeindruckend in dieser Größe. Ja. Aber da sehen wir es, glaube ich, nur noch Ausschnitte. Also
Ich denke, das sorgt wirklich für einen ruhigen Schlaf. Kinder brauchen sowas und, oftmals. Ja. Und ich glaube, ein Regenbogen ist ja nicht nur wo für Kinder. Wo ist denn das Ende des Regenbogens? Das muss hier unten irgendwo sein. Also ein Regenbogen ist in jedem Alter faszinierend, da, oder? Da ist der Topf voll Gold hier unten. Jetzt, wo du sagst. Aber es ist richtig schön gemacht, weil diese Farben so schön ineinander übergehen. Also das finde ich toll, dass die Farben nicht so abgegrenzt sind, sondern dass das richtig, ein richtig schöner Übergang ist. Ein ganz, ganz toller Effekt. Also ein absolutes Muss als Kinderlicht zum Einschlafen. Das hat man ja auch oft, wenn zum Beispiel die Enkelkinder mal zu Besuch sind über Nacht, dass sie dann nicht einschlafen können. Da ist das doch schön, so eine Leuchte zu haben. Aber natürlich auch für jeden anderen Menschen total toll und atmosphärisch, sowas mal im Schlafzimmer Wellness. Zu haben. Ja, Wellness für zu Hause. Wellness die Bestellnummer gebe ich Ihnen gerne durch. Die NX8209 und die 569. Auch hier dürfen Sie auch gerne mehrfach bis zu 5-mal zuschlagen. 10 Euro für so ein schönes Lichtobjekt. Irre. Alles kostet hier nur 10 Euro. Das gilt aber nur für die nächsten 2 Stunden. Dankeschön. Oder bis unser 10-Euro-Kontingent erschöpft ist, was schon mal passiert. Oh, Sie jetzt müssen weiß also ich, jetzt schnell wird, sein. Hier. Nee. Ingo, gleich wieder begeistert sein. Ja, ich das liebe ist eine diese gusseiserne Pfanne, würde ich sagen. Oder? Nein, das ist eine kaltgeschmiedete Pfanne. Kaltgeschmiedet, okay. Ja. Carbonstahl, jetzt sehe ich es auch. Ja. Aber so ein Pfännchen ist richtig toll. Ich liebe es. Also meistens habe ich das beim Italiener erlebt, wenn du ein Gericht im blubbernden Pfännchen serviert kriegst. Mhm. Ja, und das kann man jetzt auch zu Hause machen. Aber sowas für 10 Euro, der Wahnsinn. Unser Regisseur sagt gerade Kässpätzle, Mensch Stefan, Kässpätzle blubbern nicht. Ja? Nee, aber ich habe letztes Wochenende war ich in Stuttgart. Ehrlich? In Stuttgart. Hat man mich da beobachtet? Also ich war letztes Wochenende in Stuttgart und da habe ich ein Schwabenfännle bestellt. Ein mit Kässpätzle, mit Rostbraten. Das ist es, aber Kässpätzle allein können nicht blubbern. Da ist ja keine Soße dabei, kein Flüssigkeit. Der Käse kann doch blubbern. Ja? Aber okay, ich mach nichts. Aber egal was. Ja? Kennst du eigentlich, aber das hat jetzt überhaupt nichts mit Hitze zu tun. Kennt ihr hier Badisch Dreierlei? Kennt man das? Kennt ihr nicht? Müsst ihr mal unbedingt, also Badisch Dreierlei, ich sag's jetzt auch auf Badisch, das ist Wurstsalat, ja, Bibeliskäse und Bratkartoffeln. Bibeliskäse, was ist das? Quark. Bratkartoffeln sind übrigens ein Stichwort hier. Sie können keine besseren Bratkartoffeln machen als in so einer Pfanne. Da brennt auch nichts an, wenn Sie die richtig pflegen. Sie dürfen die nämlich nicht in die Spülmaschine tun, sondern müssen die einfach mit einem trockenen Lappen abwischen. Dann bildet sich nämlich eine Patina und dann haftet da gar nichts. Diese hier ist natürlich auch total unempfindlich. Da können Sie sogar mit Messer und Gabel drauf rumschneiden. Das macht überhaupt nichts. Auf dem Grill können Sie die tun. Essen servieren in diesen Pfannen ist der absolute Wahnsinn. Also hier hat man auch wirklich lange, lange Freude dran. Man kennt diese beschichteten Pfannen, kennen Sie auch. Irgendwann ist die Beschichtung mal nur an einer Stelle schadhaft. Und die haben Sie gegessen, denken Sie dran. Ja, und da haftet dann alles und die Stelle wird immer größer. Irgendwann musst du die Pfanne wegschmeißen. Ich glaube, hiermit können Sie zwischendrin auch noch Nägel in die Wand schlagen. Ja? Und die bleibt trotzdem noch ganz. Also ich finde das toll. Ja? Hat auch... Man spürt es auch am Eigengewicht. Ja. Was würdest du jetzt da drin machen? Ich werde Öl mit Garnelen mit Knoblauch. Oh. Ich fand Knoblauch. Die Bratkartoffeln von Ingo schon sehr interessant. Ja, und dann du kannst auch Bratkartoffeln in beschichteten Pfannen ist nicht einfach. Hiermit, glaube ich, funktioniert das. Und dann noch ein bisschen Brot, das ist frisches Brot. Du musst in das Öl reinmachen. So, jetzt habe ich wieder Hunger. Mensch. Wir hatten erst diesen Sandwichmaker, jetzt das Ding hier. Also wir sind küchenlastig heute, aber das ist auch gut so. Das ist eine fantastische Pfanne, die hält ewig, wenn Sie die richtig pflegen, eben nicht in die Spülmaschine tun. Die Bestellnummer ist die NC2371 und die 569. Die Pfanne dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Glauben Sie mir, das macht einen riesen Eindruck, wenn Sie brutzelndes Essen und überhaupt heißes Essen auf diesen Pfannen servieren, wenn Sie mal Leute zum Essen da haben. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Eine Pfanne, an der Sie ewig Freude dran haben werden. Hier für nur 10 Euro. Das war unsere 10-Euro-Show. Jetzt müssen Sie schnell sein. Die Preise gelten nur 2 Stunden. Also ran ans Telefon.